Herzlich willkommen bei Fitorial. Ich bin Sinan, das ist Vanessa. Und heute bin ich richtig fertig, weil wir gerade eine krasse Radtour gemacht haben. Und wir haben noch nichts gegessen. Deswegen müssen wir schnell was kochen. Was machen wir heute? Ganz viel Hunger. Du bist das Gehirn. Ja, wir müssen eigentlich nicht viel machen. Das ist ein ganz einfaches Rezept. Das ist schon mal gut. Genau. Wir müssen nur das Mehl abwiegen und müssen dann alle Zutaten zusammenschütten, quasi. Das ist ein Kochjob, den kann ich machen. Ja. Zutaten einfach zusammenschütten. Ja, wir brauchen 50 Gramm Mehl. 50, ja? Ja, 50. Okay, wir haben die schöne Küchenwaage. Ja. Boah, 3 Gramm zu viel. Ist das ein Problem? Nein. Okay. Dann? Dann müssen wir die Heidelbeeren noch kurz waschen. Waschen, und, ja. Dann. Genau, das machen wir hier. Ja, waschen, ne? Für die Frau. Achso, huch. Hashtag. Und die Eier musst du reinschlagen. Okay. Und die Bananen müssen wir so ein bisschen zermanschen. Ja, Moment, machst du das vorher? Erst die Bananen zermanschen? Ja, das müsste man, glaube ich, entweder auf dem Brettchen oder in so einer... Wieso? Ich kann es so da drin machen. Oder hier drin, ja. Ich krieg das hin. Ich kann das. Ja, dann zermansche ich erstmal Bananen. Ja, genau. Okay. Was wird denn das überhaupt? Genau, und am Ende werden das ganz leckere Bananen-Pancakes. Bananen-Pancakes? Ja. Deluxe. Genau. Der Trick ist so ein bisschen, dass wir was Süßes haben, ohne dass wir jetzt direkt Zucker reintun. Ne? Ja. Wir arbeiten jetzt mit Fruchtzucker. Ja. Sind jetzt auch nicht brutal süß. Nee. Das geht schon. Also Zucker ist ja so ein Thema. Ich versuche ja auch weitestgehend auf Zucker zu verzichten. Ja. Viele wissen auch gar nicht, was das der Fruchtzucker ist. Man sieht mich überhaupt nicht. Moment. Nee. Ich hole erstmal eine Gabel. So. Viele denken immer, also der Kristallzucker bzw. Glucose, das ist ja einfach das, was aus dem normalen, Moment, Tafelzucker, so heißt das Zeug. Dieser weiße Zucker, der besteht ja zu 50% aus Glucose und zu 50% aus Fruktose. Ja. Was viele auch gar nicht wissen. Also der besteht auch zur Hälfte aus Fruktose. Ja, und in Früchten und so weiter ist natürlich logischerweise hauptsächlich Fruktose drin. Aber es ist grundsätzlich eigentlich total egal. Also manche denken ja, ich fresse ja den ganzen Tag nur Obst und trinke Obstsäfte. Ja. Hilft auch nicht. Nee, also die Vitamine, die zu viel sind, die werden sowieso wieder ausgeschieden und die verarbeitet der Körper nicht. Und den Zucker speichert er halt. Genau, also das ist dem Körper auch relativ egal, ob das jetzt Fructose oder Glucose ist. Beide, also die Auswirkungen sind unterschiedlich. Aber das Problem ist wie immer die Menge. Ja. Also viel Zucker ist einfach problematisch. Und es ist total egal, ob es jetzt Fructose, Glucose oder Dextrose, das ist, glaube ich, Traubenzucker. Das ist total egal. Zucker viel, immer schlecht. Ja, stimmt. So. Ich schlag da schon mal die Eier rein. Schlag das da rein, ja. Ich denke, das passt ja so, weil wir gehen ja gleich eh noch mit dem Mixer dran. Genau, ja. Das ist gut. Ach krass, du schlägst hier ins Mehl. Okay. Ja, das kommt jetzt alles zusammen. Ist völlig egal, ja. Ja. Ja, man könnte natürlich jetzt zuerst die Eier vermixen mit dem mit der Banane. Nicht, dass hier nachher das Mehl klumpitsch wird, ne? Ne, jetzt musst du die Banane oder entweder ein. Ich mach jetzt da rein. Krieg ich das überhaupt noch da rein? Okay, das war jetzt ein bisschen. Ich hätte es jetzt anders gemacht. Ja, das ist schlecht vorbereitet. Ich will jetzt keine Kritik äußern. Moment, da mache ich nochmal auf. Ich will ja keine Kritik äußern, aber das war jetzt echt scheiße. Also. So, die tun wir zum Schluss rein, die Heidelbeeren. Gehört dazu. Huch. Hat ja gar keiner gesehen, jetzt hatte ich auf der Kamera drauf. Ja, ich habe ein bisschen gekleckert. So, jetzt, das war's eigentlich schon, ne? Das war's schon mit den Zutaten, genau. Und jetzt kommen die Heidelbeeren einfach da so rein mit dem Löffel, oder? Genau, einmal umrühren. Ja. Das macht einen geilen Sound. So. So.
Und es geht super schnell und schmeckt knaller. Schmeckt richtig gut. Tun wir in die Pfanne noch irgendwas rein? Oder? Ja, ein bisschen Fett auf jeden Fall. Ja, jetzt wieder die Frage. Vegan sind wir sowieso nicht unterwegs wegen den Eiern, dann können wir auch Butter nehmen. Nee. Ja, klar. Also, ändert ja nichts. Butter nehmen. Was jetzt noch richtig gut schmecken würde, wäre natürlich Kokosfett. Wenn man mit Kokosfett die jetzt anbrät. Ah, das wäre auch noch. Das wäre so Deluxe. Sehr gut, ja. Ja, die Advanced-Version machen wir dann was anderes. Ein anderes Mal. Ja. Dann, Pfannenheber. Pfannenheber. Ja. So. Okay. Jetzt droppe ich da. Also die Pfanne, ich habe die jetzt schon länger angemacht. Ich habe die jetzt auf 2. Das war jetzt schon gar nicht mal so wenig Butter. Ja. Das wird meiner. Der erste wird ja immer nicht so gut. Also ja, die danach folgen, sind immer besser. Ich werde dir jetzt das Gegenteil beweisen. Aha, so, ein bisschen mehr Butter. Nee, Butter brauchen wir nicht. Wie gesagt, Pfanne frühzeitig schon mal anmachen auf eine niedrige Temperatur. Weil sonst, wenn man die irgendwann anmacht und man haut am Anfang voll rein, und dann irgendwann wird es viel zu heiß, dann ist man die ganze Zeit hin und her am korrigieren. Das stimmt. So, ich meine, so eine Kelle, ja? Ja. Eine Kelle ist gut. Jo. Die müssen auch relativ langsam ausbacken. Backen, genau, damit die nicht direkt verbrennen. Vielleicht ist die Pfanne ein bisschen kühl, ne? Auf 3. Ja. Ich finde, das ist immer eine schwierige Geschichte. Deswegen gibt es ja auch extra für Crepe so Crepe-Teile, weil das natürlich die Temperatur genau auf einen Punkt hält. Ja. Ich habe häufig das Problem, wenn ich so Sachen in der Pfanne mache. So 2 ist zu niedrig, 3 wird irgendwann auf der Dauer zu heiß. Ja. Und da bin ich immer so hin und her am Korrigieren, das nervt so ein bisschen. Ja. Aber gut, das Prinzip. Ja, hier muss man so ein bisschen Geduld haben, mhm. Aber also damit die gut werden. Okay. Jo. Aber im Grunde war es das schon. Ja, aber man kann noch Zimt reintun, wenn man möchte. Dann schmeckt immer alles nach Weihnachten. Ja, genau. Man kann da auch Kokosflocken reintun, wenn man möchte. Also das ist jetzt wird es ein bisschen bekloppt. Ganz individuell. So, das ging ja ganz schnell. Ja, super. Und jetzt drehen wir es mal um. Ich glaube, der ist immer noch total weiß. Oh. Ja, der erste ist immer, aber die Pfanne war dann auch nicht heiß genug. Das war noch nicht heiß genug. Aber ich kann euch sagen, es duftet sehr, sehr angenehm, so leicht bananig. Ja. Ich habe auch brutalsten Hunger. Ne? Also, könnte auch daran liegen. Ich glaube, ich finde gerade alles lecker. Ja. Also durch die Banane kommt da halt die Süße mit rein. Die Heidelbeeren haben sehr wenig Fruchtzucker. Ah, okay. Also die. Ja, stimmt. Banane ist so ein Obst, was sehr, sehr süß, also viel Zucker hat, ne? Ja. Heidelbeer gar nicht mal so. Ja. Ja, ich glaube, dann machen wir die jetzt noch fertig. Ja. Und dann können wir die endlich essen. Ja. Auf jeden Fall. Dann bleibt sportlich und immer gut. Gut essen auch, das ist sehr wichtig. Bis bald. Tschüss.